Kollegen von NTV haben heute eine sehr schöne Umfrage gemacht, nämlich einfach mal die Frage gestellt, haben Sie verstanden, was die Ampel da beschlossen hat? Was glauben Sie, wie viel Prozent haben mit Ja gestimmt? Naja, wenn Sie das hier schon anbringen, dann wird der Wert nicht zu hoch gewesen sein. Umso schöner, dass wir heute darüber reden können, damit der Prozentwert am Ende der Sendung höher ist als am Anfang. Was waren es, 15%? Ich frag mal, nicht so schlecht, frag mal Michael Brücker. 40. 40, die verstanden haben, worum es ging. Was glauben Sie, Frau Weidenfeld? Wie hat die SPD bei der letzten Bundestagswahl abgeschnitten? 25,7. Okay, sagt Frau Messari Becker. 25,7. Also, ich löse jetzt mal auf. Und Kevin Kühnert kennt offensichtlich seine Pappenheimer. 13% sagten, ja, ich habe es verstanden. Und 87% haben einfach nicht kapiert, worum es da ging. Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen nicht verstanden haben, was sie in dieser fast schon historischen Mammutsitzung besprochen haben? Gut, nun sind Koalitionsausschüsse und auch ihre Ergebnisse nicht dafür da, dass danach das Papier wie von der Kanzel vorgelesen wird und alle sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Sondern da muss jetzt natürlich auch in den nächsten Tagen, Sie haben es gestern Abend schon in der Sendung gemacht, wir versucht. Machen heute weiter, genau. Das aber muss offensichtlich jetzt ohne Erfolg. Oder die Einschaltquoten müssen höher werden. Ja, die waren gut. Gut, das glaube ich. Das muss jetzt natürlich in Alltagsdeutsch übersetzt werden und da werden wir ja heute sicherlich drüber sprechen, an vielen Stellen auch noch konkretisiert werden. Denn auch wenn es 16 Seiten geworden sind, das ist ja noch keine Ausführungsvorschrift, die wir dort gemacht haben, wenn es jetzt um Heizsysteme oder so geht. Und die Leute wollen logischerweise am Ende wissen, was heißt das jetzt konkret für mein Leben? Was heißt das für meine Heizung im Keller? Was heißt das für mein Auto draußen auf der Einfahrt? Und so weiter und so fort. Und das hat Ihnen natürlich bislang noch keiner im Einzelfall dargelegt. Vielleicht kommen wir da heute ein bisschen näher ran. Ja, unbedingt. Sollten wir mal versuchen, ein bisschen. Wie erklären Sie sich das, Herr Brücker? Ich meine, das ist eigentlich doch kein guter Befund, wenn da plötzlich so viele Leute sagen, ich habe gar nicht verstanden, worum es da ging. Es geht, wie Kevin Kühnert sagt, es geht um Ihr Leben. Und es wird jetzt ganz konkret. Und ehrlich gesagt, stehen da auch Zumutungen drin, die man den Leuten noch mal dringend erklären muss. Ich glaube, die Politik hat ja erstmal immer auch ein Tunnelproblem. Da kommen dann Menschen zusammen, die sich die Spiegelstriche ausgedacht haben, um ihre Interessen, die sie ihrer Partei versprochen haben, dann auch in ein Papier unterbringen müssen. Niemand denkt ja wirklich, wir müssen was aufschreiben, was die Menschen verstehen. Sorry to say, aber das ist ja nicht der Anspruch, sondern erstmal, wir müssen das durchsetzen. Ja. Wir müssen das durchsetzen, was wir danach in der Gesetzesarbeit dann auch wirklich durchbekommen, weil es die Chefs besprochen haben. Und soweit wir wissen, hat das Kanzleramt des Papier ja zu 95% vorbereitet gehabt. Bevor es überhaupt zum größeren Koalitionsausschuss gab, gab es ein Vorpapier, da stand das alles schon drin. Sehr viel für die FDP, was wiederum zum Unmut bei den Grünen geführt hat. Und dann kommen die da alle zusammen und dann beugen die sich da 40 Stunden nur noch um die Spiegelstriche. Ja, können wir das nicht so aufschreiben, dann hätte ich weniger Probleme mit meiner Partei. Das führt nicht zu Verständnis. Aber das heißt, 15 von 16 Seiten waren vorher schon fertig? Das ist unsere Information, ja. Man nennt das Vorbereitungen aus dem Kanzleramt. Herr Kühnert, ist das so? Na, also ich gehe jetzt nicht in die Details von solchen Veranstaltungen rein, weil ich finde, das gehört ja auch nicht hin. Aber natürlich darf man sich in einen Koalitions... Das gehört hier jetzt gerade mal hin. Netter Versuch. Dafür sind wir ja da. Wir helfen ja, wo wir können. Also ich bin jetzt in der Therapiestunde angekommen. Ja. Wenn Sie reden möchten, über alles. Sinn und Zweck eines Koalitionsausschusses ist auf jeden Fall nicht, dass alle zusammenkommen und vor einem leeren Tisch sitzen und dann jemand sagt, worüber wollen wir dann sprechen? Natürlich macht man sich vorher Gedanken, was Thema ist. Und natürlich wird auf der Arbeitsebene auch schon miteinander darüber gesprochen. Was wollt ihr? Was wollen wir? Viele Vorhaben sind ja auch nicht neu. Also das Thema Heizung, über das wir heute ja auch sprechen werden, ist denen ja nicht Sonntagabend eingefallen, sondern dass es eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes geben soll, steht im Koalitionsvertrag. Ja, genau. Da sind Infos durchgesickert. Da muss man sich jetzt nicht überrascht zeigen, wenn man Sonntagabends zusammenkommt, sondern natürlich gibt es dazu Überlegungen, die auch schon zu Papier gebracht wurden. Und das macht das Arbeiten am Text dann auch leichter. Ich muss mal ganz kurz was fragen. Woher ist das denn durchgesickert, diese Details zu diesem Gesetz? Zu dem Gebäude, ja. Zur Heizung. Wir wissen es nicht und deswegen ist Haben es Sie auch eine Vermutung? Nö, und wenn ich eine hätte, würde sie uns trotzdem nicht weiterhelfen. Also die Grünen sagen, sie waren es nicht. Ja, naja, wer soll sich jetzt hinstellen und sagen, wir sind es gewesen? Es muss ja auch gar nicht ein politischer Akteur gewesen sein. Sowas geht auch manchmal über Schreibtische von Leuten, die irgendein anderes Interesse haben. Das ist aber jetzt echt keine Sensation, die das erste Mal rund um das Gebäudeenergiegesetz passiert ist, sondern also
Ihre Arbeit besteht zu maßgeblichen Teilen daraus, dass Informationen vom Laster runterfallen, die eigentlich nicht hätten runterfallen sollen. Und das gehört zu einer liberalen Demokratie. Das ist es nicht. Das ist keine illegale Ware. Information absolut, ist Aufklärung. Absolut. Ja, Laster ist ja oft die illegale Ware. Ja, nein, die haben sich nicht nachts in das Ministerium reingeschlichen. Das wollte ich damit überhaupt nicht unterstellen. Sondern das ist eben in einer liberalen Demokratie sowas passiert. Und jetzt kann man sich da mehrere Tage drüber aufregen. Nicht und aufregen. Den sterbenden Schwan machen. Oder man kann halt sagen, so ist es. Herr Brücker möchte lösen. Ich frage auch gerne Frau Weidenfeld. Naja, ich würde mal sagen, einer hat sich darüber ja so aufgeregt, dass es überhaupt erst richtig interessant geworden ist. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass sich vermutlich nicht so sehr viele Leute für die Frage interessiert hätten, wie ein Gesetzentwurf im einem wie auch immer gearteten Stadium aussieht, wenn nicht einer sich dann sehr hinterher richtig aufgeregt hätte. Ja. Und das macht dann natürlich für Journalisten auch noch mal erst recht viel Spaß. Haben Sie gerade gesagt, dass Robert Habeck den sterbenden Schwan gemacht hat? Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, doch. Nein, das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Das hat ja jeder so verstanden. Was haben Sie denn dann gesagt? Ich habe einfach nur ein Bild benutzt und Sie stellen da jetzt Zusammenhänge her, die überhaupt gar nicht die da waren. Die völlig aus dem Zusammenhang und... Genau. Na, ich verstehe, dass Leute, die an Gesetzen arbeiten, die in einer Ressortabstimmung sind, also wo zwei Häuser, in dem Fall das Wirtschafts- und Klimaministerium, das Bauministerium, versuchen, eine komplexe Materie zu bearbeiten, dass die das nicht so erquicklich finden, wenn plötzlich das Ganze auf die große Bühne gezogen wird und alle schon anfangen, das zu besprechen, während man selber noch gar nicht fertig war. Ich teile diese Verärgerung, aber indem man die Verärgerung beschreibt und in schrillen Farben ausmalt, ändert sich an der Tatsache ja nichts. Der Geist ist aus der Flasche raus, der Entwurf kursiert und nun muss man damit irgendwie umgehen. Ich frage mal Michael Brücker, Herr Brücker, könnte es sein, dass vielleicht sogar die SPD was damit zu tun hat? Zumindest ist das die Vermutung der Grünen. Die ist offensichtlich, das führende Grüne sagen das. Und einer hat heute zu mir einen sehr interessanten, beispielhaften Satz für das neue Verhältnis zwischen Rot und Grün gesagt. Der lautete, Olaf Scholz und die SPD haben mehr Angst vor den Grünen als vor dem Klimawandel. Und dahinter steckt eine neue sozialliberale Achse, die es im Koalitionsausschuss spürbar gab. Die gibt es im Text. Ich sage mal nur als Beispiel diesen E-Fuels-Absatz, der wirklich FDP pur ist. Den hat es im Kanzleramtsentwurf vorab schon Heizungen, gegeben. Wasserstoff ready. Genau, also das FDP ist sehr viel. Pur. Deswegen freuen sich die Liberalen ja auch. Wie gesagt, ich bewerte das gerade nicht. Ich beschreibe, dass nur die FDP läuft durch Berlin und freut sich. Die Grünen laufen durch Berlin und ärgern sich. Und das hat vor allem natürlich mit dem zu tun, der beide Seiten zusammenbringen muss. Das ist das Kanzleramt, das ist Olaf Scholz. Da gibt es natürlich auch einen strategischen Wettbewerb im linken Lager. Der heißt SPD oder Grüne. Und dass Olaf Scholz sich in mehreren Fällen im letzten Jahr immer wieder auf die Seite der FDP gestellt hat, ist ersichtlich und ist auch nachweisbar. Und das ist jetzt hier im Koalitionsausschuss eben auch passiert. Die Grünen sind massiv verärgert über das, was da passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein permanentes Misstrauensvotum jetzt immer wieder bei jedem neu aufkommenden Thema gibt. Wir gehen jetzt in die Haushaltsverhandlung. Ja. Das ist ein Friedensgipfel, der nur eine Momentaufnahme ist. Darf ich trotzdem noch mal konkret nachfragen? Also wir haben ihn gerade hier im Hintergrund gesehen und gestern war er uns zugeschaltet. Um welches Duell geht es denn da? Geht es da Scholz versus Habeck oder worum geht es da? Ja, natürlich geht es darum. Scholz rechnet fest damit und das Umfeld von Olaf Scholz, dass Robert Habeck der Kanzlerkandidat der Grünen in 3 Jahren wird. Auch die Grünen rechnen übrigens damit, weil Annalena Baerbock ihre Chance hatte, dass der nächste Kanzlerkandidat der Grünen Robert Habeck heißt. Und damit ist er der zentrale Gegner für Olaf Scholz in einem Lager, das sich ein wenig zumindest aus sich selbst speist. Und die Grünen liegen in vielen Umfragen vor der SPD. Und es gibt sicherlich auch viele Stimmen in der SPD, Herr Kühnert, Sie können das ja alles dementieren, die ein Interesse daran haben, dass Robert Habecks Popularitätswerte und die Grünen als Fortschrittsmotor dieser Koalition, als Antreiber, dass die vielleicht auch mal ein wenig demütiger ausgestaltet werden. Bevor wir gleich den Generalsekretär der SPD fragen, was da dran ist, Frau Weidenfeld, ich versuche gerade Ihr Gesicht zu lesen. Ja, mich wundert immer, dass Olaf Scholz so gut dabei rauskommt. Weil, was meinen Sie damit? Naja, also wenn man dieses Papier anschaut, dann steht da sehr viel von der FDP drin, steht auch sehr viel über die Grünen und von den Grünen drin, aber nichts aus der SPD. Und dass ein Kanzler, der, wie Sie sagen, in 3 Jahren fürchtet, gegen den großen Habeck antreten zu müssen, dass der ein 16-seitiges Papier auch noch zu 80% selber vorbereitet, wovon dann 40% wahrscheinlich schon im Koalitionsvertrag standen. Aber dass dieser Kanzler dann seine eigene Farbe nicht in dieses Papier malt, das wundert mich total. Das finde ich super erstaunlich, dass da jemand, der die Regierung führt, der Kanzler ist und der ja in wirklich großen Worten
Wirtschaftswunder verspricht und ganz große Leistungen, große, große Verträge, große Neuanfänge, dass der eigentlich sich da nicht als Kindergärtnerin, aber so wie als Mediator oder als Moderator betätigt, aber nicht als jemand, der politische Vorstellungen hat. Und meine Furcht ist so ein bisschen, dass er sich das bei seiner Kanzlerin vorher abgeguckt hat und dass er das jetzt einfach so weitermacht. Michael Brücker nickt. Ja. Ich bin gespannt auf die Antwort von Gerrit Kühnert, weil Olaf Scholz hat keine eigene Ambition in diesem Text zu erkennen gegeben. Mit Sozialdemokraten, mit denen man spricht, heißt es dann, doch, wir haben doch Mieterschutz und wir haben die soziale Abfederung beim Gebäudeenergiegesetz. In Wahrheit hat Olaf Scholz eines erreicht und vielleicht war das sein einziges Ziel. Die Koalition besteht weiter fort. Nein. War es so knapp? Nein. Man muss ganz kurz, würde ich was fragen. Dieser Schulterschluss zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner, also dieser Schulterschluss, der erkennbar ist zwischen der SPD und der FDP, was ja interessant ist, gegen die Grünen. Wessen Idee war das? Ihre? Sie sind ja Generalsekretär, als Mastermind, Spin-Doktor dahinter. Ich finde es super, dass Sie auch schon schmunzeln, weil dann muss ich nicht mehr so viel schmunzeln darüber. Einmal der Reihe nach. Man darf den Charakter eines Koalitionsausschusses nicht verwechseln mit den einer Koalitionsverhandlung. Es geht in einem Koalitionsausschuss nicht darum, 10 neue Themen, die noch nie besprochen wurden, auf den Tisch zu legen und sich dazu eine Meinung zu bilden. Der Koalitionsausschuss und die tägliche Arbeit in Regierungen und in den Fraktionen hat ja schon Zielsetzungen vorgegeben. Also gucken wir uns an, um welche Themen es jetzt gegangen ist in diesen 3 Tagen. Es geht um Emissionsziele, die wir in Deutschland verfolgen. Es geht um Ziele der Klimaneutralität. Es geht um Entscheidungen, was die Gebäudeenergie angeht, also dass wir anders umgehen wollen mit Heizsystemen. Das haben wir schon im Koalitionsvertrag geschrieben. Da stand drin, es war meine Arbeitsgruppe, die ich von der SPD-Seite aus geleitet habe, dass wir das, was jetzt gemacht wird, ab 01.01.25 machen wollen. Vor einem Jahr, nach Beginn des russischen Angriffskrieges, ist entschieden worden, wir ziehen ein Jahr vor, 01.01.24. Jetzt geht es um die Implementierung. Wie setzt man sowas am Ende um, ohne dass Leute aus ihren Häusern verdrängt werden, ohne dass es lebensunpraktische Lösungen gibt? Wie steuert man Förderung aus und so weiter? Aber es ging nicht mehr um die Grundsatzfrage, soll der Gebäudesektor und die Heizung in Deutschland, sollen die was zum Klimaschutz beitragen? Und so ist das bei all den anderen Themen auch gewesen. Und deswegen widerstehe ich da auch als Generalsekretär der SPD dem Versuch, wenn da schon 2 Parteien sitzen, siehe Autobahn, wo die eine gerne alles bauen will, was jemals das Licht der Welt in einem Bundesverkehrswegeplan erblickt hat. Und die anderen wollen nie wieder einen Meter Straße bauen. Also die FDP möchte das und die Grünen wollen ich das. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ich glaube, beide würden sich nicht ganz so weit davon distanzieren, von dem, wie ich es gerade beschreibe. So. Und jetzt, was soll jetzt der Versuch sein, der SPD, nur damit die Runde hier stehenden Applaus spendet am Ende, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben? Sollen wir jetzt fordern, dass alle Autobahnen rot angestrichen sind und auf Knopfdruck die Internationale spielen, damit dann irgendwie erkennbar ist, dass das ein SPD-Projekt ist? Wir wollen, dass Mobilität funktioniert. Ja. Und wir haben dabei weder eine Extremposition in die eine noch in die andere Richtung. Aber wir wissen, dass der Verkehrssektor was beisteuern muss. Die SPD war die Partei des Fortschrittsoptimismus. Die Partei, die immer gesagt hat, wir sind diejenigen, die für alles auch glauben, eine technologische Lösung finden zu können. Und diese Farbe hätte man doch wirklich gerne gesehen. Der Klimakanzler. Der Klimakanzler, die Bauministerin, aber eben auch die Frage, welche Bedeutung hat Fortschritt in unserer Klimadiskussion? Und das hat ja nichts mit einem neuen Koalitionsvertrag zu tun, sondern eben einfach mit der Frage, wie verstehe ich mich als Partei, wie versteht die SPD sich als Kanzlerpartei in einer solchen Situation? Und da würde ich eben sagen, moderieren ist ein bisschen wenig. Ja, aber das ist jetzt Ihre Interpretation von außen, die respektiere ich natürlich auch. Was für die SPD zum Beispiel ganz wichtig war in diesem Papier, ist ein glasklares Bekenntnis dazu, dass unser Ziel im Bereich der automobilen Mobilität in Deutschland ist, dass wir 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben. Das ist erstmal nur eine Ansage, aber die ist ja ganz wichtig, damit man weiß, worauf man orientiert. Wir haben heute nicht mal 1 Million zugelassene E-Autos in Deutschland und sind jetzt noch 7 Jahre von dem Ziel entfernt. Und die Frage, was wir uns vornehmen... 1 Million versus 15. Richtig, genau. Das wollen Sie in 7 Jahren schaffen. Das war ein altes Ziel. Das war sogar ein altes Ziel. Natürlich, weil wir wissen, dass die massentauglichen Hersteller in Deutschland, die Automobile auch von der Preisklasse her für die breiten Teile der Gesellschaft bauen, die sind Volkswagen ab 25,
26 mit dem E-Polo im Feld unterwegs. Und dann sind wir endlich mal in einer Preiskategorie, wo das auch für mittlere Einkommen mal halbwegs erschwinglich ist. So, dafür muss man sich aber politische Ziele setzen. Übrigens auch, dass, damit man sich nicht verheddert, in Sektorzieldiskussionen über den Verkehrssektor. Denn natürlich kann ich sagen, der Verkehrssektor reißt alle Ziele und wird sie bis 2030 auch nicht erreichen, wenn ich unterstelle, dass ich nur 8 oder 10 Millionen E-Autos bis 2030 auf der Straße habe, bei einem Flottenpark von, ich glaube, 48,5 Millionen Fahrzeugen, die in Deutschland zugelassen sind. Also solche Zahlen, die erstmal nur Zahlen sind, entscheiden in der konkreten Umsetzung ganz klar Burka darüber, wie die Mobilitätswende aussehen wird. Und ich ahne, warum. Ja, Herr Kühner, das machen Sie sich jetzt wirklich zu einfach. Ihr Kanzler war im Wahlkampf unterwegs mit Plakaten, da stand drauf Klimakanzler. Und es war immer klar, auch unter der Großen Koalition, die Sektorziele sind eminent wichtig, damit eben die Ressortchefs, die verschiedenen Ministerien Jahr für Jahr quasi zum Rapport antreten müssen und sagen, was hast du geliefert? Und wenn du nicht lieferst, kommt das sofort in ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was ja bis heute immer noch nicht da ist von der Ampel. Und jetzt hat man gesagt, alle 2 Jahre aggregierte Ziele. Natürlich ist das ein Entlastungsprogramm für Volker Wissing. Natürlich ist es das, weil der Druck auf ihn jetzt ein bisschen abgemildert wurde. Das sagt jeder, der dabei war, dass das de facto das Ergebnis dieses Koalitionsausschusses ist. Volker Wissing steht nicht mehr so im Fokus. Der arme Kerl mit seinen Verkehrsminderungszielen, so einfach geht das nun mal nicht auf der Schiene und mit der Straße. Und das hat Scholz zugelassen. Ich will ja nur sagen, ein anderer Grüner hatte heute ein schönes Zitat gebracht, der sagte, wenn der Scholz noch einmal Klimakanzler sagt, verklage ich ihn, sagte ein Grüner. Das ist, die sind so sauer darauf, dass der seine eigenen Ziele gefressen hat. Da kann man jetzt nicht auch noch sagen, auch wegen das war eine gute Idee. Europa 2035, Verbrenner aus. Ich meine, auch das hatten wir doch als Deutschland verabredet und stehen jetzt plötzlich als die da, auf die man sich nicht mehr verlassen kann. Nee. Doch. Ich kann, nein, ich doch. Kann nur auch. Ja, was denn sonst? Ich kann nur auch den Koalitionspartnern empfehlen, nicht etwas über dieses Papier zu erzählen, was da gar nicht drinsteht. Wir haben uns überhaupt nicht von Sektorzielen verabschiedet, aber wir schauen sie anders an. Weil, Beispiel Verkehrssektor, wir einfach sehen, wir sprachen gerade über das Beispiel der E-Mobilität, dass Investitionen und auch politisches Engagement im Bereich der Dekarbonisierung des Verkehrssektors nicht bedeutet, dass das morgen oder übermorgen sich auswirkt, sondern wenn ich große Automobilhersteller in Deutschland dabei unterstütze, ihre Flotten in Zukunft zu dekarbonisieren, dann dauert das erstmal viele Jahre Entwicklung und Skalierung und so weiter und irgendwann kommen sie auf den Markt und dann passiert was. Wenn ich mir aber die Sektorziele im Verkehrsbereich angucke, dann hat Volker Wissing oder jeder andere Verkehrsminister, egal wie er heißt, dort jetzt in den nächsten Jahren, ich glaube bis 27 sind es immer 5 oder 6 Millionen Tonnen CO2, die eingespart werden müssen. Das ist eine Linie, die ganz linear runterläuft. Aber so entwickelt sich so ein Sektor nicht. Im Gebäudebereich ist es genauso. Genauso wie bei den Fahrzeugen ist es bei den Gebäuden so. Der Großteil ist erstmal da. Und selbst wenn wir richtig viel bauen und richtig viel Fahrzeuge verkaufen, steht nach 12 Monaten nicht so viel Neues in der Gegend rum, dass das Grundlegendes an diesem Sektor ändert. Deswegen verabschieden wir uns nicht von den Sektorzielen. Aber wir müssen sie überjährig und mittelfristiger betrachten. Und zum Beispiel so Landepunkte wie 2030, wo wir dann sagen, 15 Millionen darauf. Darum geht es, die müssen wir in den Blick nehmen. Und darüber hinaus muss Wissing aber auch mehr machen. Also die Argumentation, dass die großen Früchte noch nicht geerntet werden können, darf natürlich nicht dazu führen, dass die kleinen Früchte nicht mitgenommen werden. Das darf keine Ausrede sein, keine Frage. Das ist eigentlich ein schöner Trick, Frau Weidenfeld. Ne? Wenn man weiß, dass man es jetzt pro Jahr nicht schafft, sagt man einfach, wir verschieben das in die Zukunft. Naja, und dann haben wir möglicherweise kein Problem, weil vielleicht regieren wir dann ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Die wollen ja alle gerne weiter regieren. Ich glaube, das ist deshalb so kompliziert, weil es diese billigen E-Autos ja gibt. Und was sie tun in diesem Verschieben oder Verhandeln von Sektorzielen, ist halt noch ein Schutzprogramm für die deutsche Autoindustrie mitzuliefern. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Wenn deutsche Autohersteller, das verpennen, preiswerte E-Autos, überhaupt eine preiswerte E-Flotte zu entwickeln und die eben rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Und wir sehen ja, ich meine, wir reden heute nicht gerne über China und wir reden auch nicht gerne über asiatische Autohersteller, aber da gibt es preiswerte Modelle. Und was Sie machen, ist jetzt zu sagen, wir schieben das nach hinten, weil wir darauf warten, dass Volkswagen soweit ist. Und das ist eben keine Klimapolitik, sondern das ist Industriepolitik, das ist ein bisschen Klimapolitik vielleicht. Aber da wird so viel zusammen verhandelt,
dass eben dieses angeblich große Ziel, bei uns ist Klima die Nummer 1 und die Nummer 2 und die Nummer 3, dass das eben nicht mehr stimmt. Darf ich noch mal fragen, weil das gerade im Raum steht, bevor wir dann gleich über das Bauen wirklich sprechen, weil auch da die Details total interessant sind und dann schließen wir den Verkehr auch ab. Warum unterstützt das die SPD, diese FDP-Position? Und nochmal um den Preis, dass wir uns auf Europaebene echt blamiert haben. Auch die haben einen richtigen Hals, wenn man da mal so reinhorcht. Weil die sagen, das kann nicht sein, das beschädigt auch dieses Projekt Europa, wenn hinterher jeder wieder ankommt und sagt, übrigens, was wir da mal verabredet haben vor ein paar Monaten, war gar nicht so gemeint, machen wir jetzt nicht mehr. So kann man ja nicht arbeiten. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit Abziehbildchen von Parteien arbeiten. Das, was ich zumindest gerade zum Thema E-Mobilität gesagt habe, ist SPD-Position pur. Würde hier ein Liberaler sitzen, hätten Sie mit dem wahrscheinlich jetzt schon 5 Minuten über E-Fuels diskutiert, weil das ja alles technologieoffen ist und die dem eine ganz große Bedeutung zumessen. Wichtig aber diese ist Position aber uns, haben Sie übernommen. Warum? Nein, wir sind vertragstreu. Das ist überhaupt erstmal die Position. Wir haben beschrieben, und die Grünen ganz genauso im Koalitionsvertrag, dass wir uns im Rahmen des europaweiten Einsatzes für ein Verbrennerverkaufsverbot ab 35, das ist das, was jetzt beschlossen wurde, gleichzeitig dafür einsetzen, dass klimaneutrale Verbrennertreibstoffe, also E-Fuels, wie wir jetzt dazu sagen, dass da ermöglicht wird, dass die zum Einsatz kommen, wenn ausgeschlossen ist, dass klassischer konventioneller Diesel oder Benzin in den Tank eingefüllt werden können. So, und ob man das jetzt für zukunftsträchtig hält oder nicht, da haben SPD und Grüne übrigens eine sehr ähnliche Einschätzung zu, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Naja, wir hören der Automobilindustrie beim Entwickeln auch ein bisschen zu und finden nicht so viele, die so viel Begeisterung an dem Thema finden wie die FDP, aber geschenkt. Es verhindert erstmal nicht, dass wir aus dem Verbrennerverkauf mit klassischen Kraftstoffen 35 aussteigen. So, und das ist jetzt dort beschlossen worden. Und natürlich stehen wir als Bundesregierung, als Koalition gemeinsam ein für das, was wir vereinbart haben. Okay. Und wenn die Europäische Kommission, vertreten durch den zuständigen Kommissar, meint, vornherum sagen zu können, ja, wir machen das so, wie mit euch verabredet. Und hintenrum allen, die es nicht hören wollen, erzählt, dass man die deutsche Bundesregierung und die FDP da jetzt mal schön über den Tisch ziehen wird, dann können wir das so nicht durchgehen lassen, weil so kann man nicht zusammenarbeiten, weder zwischen Kommission und deutscher Bundesregierung noch innerhalb einer Bundesregierung. Ich verstehe ganz gut, Herr Kühnert, dass Sie sich das nicht gefallen lassen wollen. Und das ist ja auch irgendwie fieses Verhalten, ne? Dass man eben Dinge zusagt und die dann nicht macht und dann denkt, damit kommt man durch. Was ich nicht verstehe ist, wenn man mit seiner Energie irgendwie haushaltet, auch mit seiner Regierungsenergie, dann würde man doch sagen, was verkämpfe ich mich für den Mist? Also wenn E-Treibstoffe im Jahr 2035 noch so selten und so teuer sind, wie sie diskutieren und wie sie annehmen und wie die Grünen sagen und wie sie alle denken, dann wird doch kein Mensch so ein Ding mehr fahren. Ich meine, genauso wie mit Gaskesseln, wenn Erdgas so teuer ist und wenn die CO2-Abgaben auf fossile Rohstoffe so hoch sind, wie wir das annehmen, dass sie gehen müssen, dann frage ich mich, warum reden wir denn dann und warum streiten Sie denn dann tagelang, wochenlang, monatelang über diese furchtbaren Themen, wenn die sowieso aus dem Markt verschwinden, weil das zu teuer ist? Genau, aber das ist gar nicht verhindert. Also es ist doch jetzt kein Klimaschutz im Verkehrssektor dadurch verhindert worden. Nein, wenn Sie behelligen uns und die Öffentlichkeit mit einem Streit um nichts. Ja, Herr Kühnert, Sie haben ja eben den Fehler gemacht aus meiner Sicht. Erstens sind das Detailfragen, die man im Koalitionsvertrag hätte klären können, Klammer auf, oder dort konkreter hätte ausformulieren müssen. Ein Jahr später diskutieren wir über E-Fuels, die vielleicht im Luftverkehr mal sinnvoll sein können. Wunderbar, also lassen wir sie einfach machen. Die großen Fragen Gebäude und Verkehr kommen jetzt in einer Art Mini-Koalitionsvertrag ein Jahr später auf 16 Seiten, teilweise erstmals zur Diskussion, wo ich mich frage, was habt ihr denn dann in der Gesetzesarbeit in den letzten 12 Monaten gemacht? Wo ist das Klimaschutz-Sofortprogramm? Wo sind die neuen Maßnahmen, die Herr Wissing dann eben vortragen muss? Anstattdessen verkämpfen wir uns seit Monaten über E-Fuels und über Wasserstoff oder hybride Heizungen, die vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Aber eine Koalition, die sich den Fortschritt ja auf die Fahnen geschrieben hat, könnte doch einfach sagen, natürlich ist das bei uns erlaubt, aber hier sind unsere 5 Prioritäten, wie wir Klimaschutz einhalten wollen. Und die ziehen wir jetzt mal dran. Dann hätte durch. Man halt mit den Grünen den Schulterschluss machen müssen und nicht mit der FDP. Oder alle zusammen. Wir haben den Koalitionsvertrag vor 16 Monaten verabschiedet. Wenn jeder anfängt, einem Koalitionspartner, dem etwas wichtig war, 1,5 Jahre später zu erklären,
dass man sich doch jetzt nicht so haben soll, wegen diesem einen kleinen Punkt, dann gibt es keine Koalition mehr. So kann man nicht zusammenarbeiten. Dann kommt die FDP und sagt uns, wegen 12 Euro Mindestlohn für 6 Millionen Beschäftigte sollen wir jetzt so ein Heckmeck machen. So funktioniert das nicht. Nee, Verträge müssen eingehalten werden. Und wenn man sich zu etwas nach langen, wochenlangen Verhandlungen bekannt hat, dann muss ein Koalitionspartner sich auch darauf verlassen können, dass die anderen mit einem mitkämpfen, selbst wenn sie nicht restlos überzeugt sind. Und auch wenn es Blödsinn ist? Also ich mein, aber es schadet doch niemandem. Ich meine, warum wirklich? Das ist eine schöne Frage, auch wenn es blöd ist. Ja, aber wenn wir doch sagen würden, egal wie sich die Preise für E-Fuels entwickeln, entweder ist es super, dann sind die so preiswert, dass es egal ist, wer damit rumfährt, weil sie dem Klima nicht mehr schaden, oder sie sind so teuer, dass keiner damit rumfährt, weil sie einfach zu teuer sind. Ja. Dann würde man doch vernünftigerweise sagen, wenn man keine Politik nur machen will, um sich gegenseitig zu versichern, wir sind super vertragstreu, würde man doch vernünftigerweise sagen, wir lassen einfach den CO2-Preis so hochlaufen. Das ist ein dummes und taubes Instrument, aber wir lassen ihn hochlaufen und dann werden sich die Leute schon vernünftig verhalten.